Ja, aber der Steam-Support ist nutzlos. Den habe ich ja schon mal wegen irgendwas kontaktiert. Und da hieß es ja nur, sorry, wir können nichts machen. Also nicht mal irgendwie bemüht. Sonst kam wenig später einfach nur die Antwort, ja, tut uns leid, dass sie Probleme haben, wir können leider nichts für sie tun. Da bedankst du dich auch. Ich denke, sie ist so geil. Warum schreibe ich euch überhaupt? Warum existiert ihr überhaupt? Oder, ach, an welchen Support habe ich denn dann noch geschrieben? Ja, League of Legends, der Support ist halt auch unfähig. Vor allem bei League of Legends schreibe ich mittlerweile immer dazu, also, ne, wenn man bei LoL einen Support schreibt, also erstmal ein Ticket einreicht, kommt eine automatisierte Antwort, ja, sorry, dass es sich verzögert, wir erhalten gerade mehr Anfragen als üblich und dadurch kommt es zu Verzögerungen. Da habe ich mir jetzt angewöhnt, mit hinterher zu schreiben, Leute, lasst entweder diese Lüge in der Antwort-Mail weg, dass ihr mehr Anfragen als üblich bekommt. Weil entweder ist, also das habe ich auch wirklich so formuliert, entweder ist euer Support so unfähig, dass der versucht, sich damit rauszureden, oder euer Spiel ist halt wirklich so schlecht, dass ihr nur Support-Anfragen bekommt. Aber diese automatisierte Mail von wegen, wir erhalten mehr Nachrichten als sonst, ist völlig unverhältnismäßig. Also es ist halt, finde ich halt wirklich so. Weil jedes Mal kommt diese Nachricht zurück nach dem Support-Ticket, ja, wir haben Ihre Anfrage erhalten, aber es tut uns leid, dass es sich verzögert, weil wir erhalten, es ist original aus so einer Mail, wir erhalten aktuell mehr Anfragen als sonst. Bitte gedulden Sie sich ein wenig. Da, wenn man sowas liest, finde ich, denkt man sich schon, wieso erhaltet ihr aktuell so viele Anfragen? Seid ihr unfähig? Wenig Anfragen, also so eine reguläre Anzahl an Anfragen zu bearbeiten. Weiß nicht, weil ihr einfach arschfaul seid. Oder woran das liegt. Oder weil euer Team unfähige Bonobo-Affen sind. Wahrscheinlich könnten die es sogar besser machen. Oder ist euer Spiel wirklich so scheiße, dass ihr in einer Stunde 1000 Support-Anträge kriegt. Also, ich finde, so eine Mail spricht absolut nicht für die Kompetenz des Spiels, geschweige denn für die Kompetenz des Teams dahinter. Oder? Oder sehe ich das falsch? Weil ich habe schon einige Support-Anfragen eingeschickt, weil ich immer wieder was zu bemängeln hatte. Hauptsächlich Reports gegen Spieler. Also, sowas wie, yo, I'm going to int. Und dann inten die halt wirklich rein. Oder Beleidigungen, die halt wirklich gar nicht gehen. Also Beleidigungen an sich sind ja schon kacke, aber so Dinge, die halt wirklich gar nicht gehen und toxisches Geflame. Da gehe ich auch kurz raus, starte OBS, nehme das dann alles auf. Ist das ein Hitler-Skelett? Halt die Schnauze, Hitler. Und dann schreibe ich dem Support halt direkt, wie unmöglich sich da der Spieler verhalten hat. Funktioniert auch. Also, ich kann es nur raten, wenn euch wirklich so richtig toxische Spieler auffallen, wow. Das war jetzt... Wow. Alles kaputt, oder? Natürlich.
Natürlich. Hab auch kein Glas. Muss wieder mal das machen. Also, oben fehlt ja auch noch Holz. Mein Bett ist... Ne, mein Bett steht sogar noch. Ach gut, und hier hinten ist auch noch was. Ja, sehr schön. So, brauche ich jetzt so einen Stein darüber. Gut, was brauche ich hier raus? Das, das, das. Vorhin die Eisenaxt behalte ich, weil ich gehe dann hinterher nochmal Holz hacken. Spawnmehl nehme ich mit. Die brauche ich. Die brauche ich auch. Und die Bretter nicht mehr. So, ich brauche die Erde noch. Ja, also sowas regt mich dann auf. Und ach ja, stimmt, ich war bei den toxischen Spielern. Kann euch nur raten, macht Screenshots und schickt die an Support, weil ich habe immer wieder wenig später Nachrichten erhalten. Von wegen, ein Spieler wurde wegen seines Fehlverhaltens bestraft, danke für die Aufmerksamkeit, und immer weiter so Spieler melden, die, dem Spiel schaden oder so. Also halt diese klassische Einblendung, du hast reported, uns hat was gebracht, der Spieler wurde bestraft. Das ist dann auch so befriedigend, so dieses... Ja, es ist so ein kleines Erfolgserlebnis von wegen, boah, ist ihnen der Spieler auf den Sack gegangen und dann hinterher, und ich hab ihn jetzt erstmal einen reingedrückt. Ein Spieler wurde sogar permanent gebannt dafür. Weil, den habe ich auch mit Screenshots reported beim Support. Und, ich habe noch seinen Spielernamen im Kopf. Und da gucke ich immer wieder rein und das letzte Spiel, das er gespielt hat, ist das Spiel, nachdem ich ihn reported habe. Und das ist schon so ein sehr befriedigendes Gefühl. So zu sehen, der hat sich so, wie so ein richtiges Arschloch verhalten. Und ach, man konnte ihm dann noch schön eins reindrücken. Das ist so, weiß nicht, so dieses kleine Arschloch in mir. Wo ich mir denke, du bist ein Arschloch zu mir. Viel Spaß damit. Aber sowas ist halt echt unmöglich. Also ich meine, ich trolle auch gerne mal einen LOL. Aber ich... macht es halt nicht so, ja, so aggressiv. Also ich versuche auch schon, ich versuche ein bisschen zu trollen, aber nicht so ein richtiges Arschloch zu sein. Also dass ich halt irgendwie reinrenne und die ganze Zeit sterbe oder so, sondern versuche wenigstens noch halbwegs normal beim Troll zu spielen. So, weiß nicht, schreib halt in Chat rein, also zum Beispiel in Aram. Also in Normals troll ich nicht. Nur sowas, was random ist, wo ich dann als Ausrede habe, ja, sorry, ich kann nichts dafür, dass ich diesen Champion spiele, den ich nicht spielen kann. Ich kann wirklich keine Nahkämpfer spielen. Und dann frage ich auch schon in Aram immer, ja, kann hier jemand Riven spielen zum Beispiel? Ist halt auch das beste Beispiel. Ich erzähl gleich warum. Und dann kommt immer entweder keine Antwort oder ja, nee, kann ich nicht. Auch gerne gesehen die Antwort, ja, nimm doch einen der Champions von oben, wenn du die nicht spielen kannst. Wenn oben nur Nahkämpfer sind, muss ich zu den Leuten auch sagen, ja sorry Leute, ich kann keine Nahkämpfer spielen. Also der ganz gesamte Vorratspool da oben ist wertlos für mich.
So. Also. Oh, das wird jetzt anstrengend. Warum hat mich niemand von der Idee abgehalten, in der Wüste eine Erntemaschine bauen zu wollen? Weil... ja, man sieht, was dabei rauskommt. Ach. Also ja, wie gesagt, ich kann euch echt nur empfehlen, wenn euch ein Spieler so richtig nervt. Achso, es ging um die Ribben. Ich verliere immer wieder den Faden, wenn ich mich hier konzentriere und dann einmal so raus bin, dann bin ich da. Worüber habe ich gerade geredet? Es ging um die Ribben. Okay. Ja, und dann sage ich das halt immer schon so. Und in dem Spiel, auf das ich mich gerade beziehe, also das ist nicht ausgedacht oder so, sondern original so. Nee, gar nicht, es war ein anderes Spiel, das ich gerade im Kopf hatte, das ist mit der Riven, das war Toxic. Da wurde ich halt immer hart geflamed dafür. Dass ich halt mit Riven so sacke. Also ich bin mit Fleet Footwork reingegangen, so die klassische Riven-Meisterschaft, ne? Und dann meinte ich halt in-game auch, sorry, ich habe gesagt, dass ich sie nicht spielen kann. Ich habe nicht aus Spaß gefragt, ob, also ich habe gesagt, I suck as Riven. Can someone play Riven? Und es hat halt niemand darauf reagiert. Beziehungsweise auch nicht produktiv. Ich habe auch gefragt, wie man sie baut. Meisterschaften, so what masteries do I take on Riven? Und das wurde halt völlig übergangen. Und ich weiß halt wirklich nicht, welche Meisterschaft man auf Riven spielt. Ich würde halt prinzipiell auf sowas wie Conqueror tippen, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich sie halt nicht spiele. Und in-game habe ich dann auch gefragt, ja, welchen Spell maxe ich und was baue ich, und kam halt nur dumme Antworten, wie, ja, denk doch selber nach oder sowas in der Art, denk selber nach, wie unfähig bist du so im Prinzip. Und ja, da habe ich dann auch ziemlich getrollt. Und wurde halt dafür die ganze Zeit hart geflamed. Da habe ich auch geschrieben. Ja. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich Riven nicht spielen kann. Noch hinterher im Aftergame haben sie mich geflamed. Und ich meinte dann auch so, ja. Also meinte, ne, auch im Gespräch mit den Gegnern, ja. Ich habe denen gesagt, dass ich Riven nicht spielen kann. Und da meinten die auch, ja, dann brauchen die... Also, hat das Gegnerteam dann auch gemeint, ja, dann brauchen die sich eigentlich nicht aufregen, wenn ich das vorher sage. Tat den Gegnern dann auch leid, dass mein Team da so gemein zu mir war. Ja. Also das war so... Also manchmal, ich bin auch manchmal schon so ein Arschloch. Kann ich auch sein, das weiß ich auch. Und manchmal mache ich das schon gerne, dass ich da so sowas mache. Einfach nur, um das Team abzufacken. Weißt, ich habe einen schlechten Tag und will einfach nur jemanden abfacken, Leute. Dann bringe ich so eine Scheiße. Ich weiß, das ist absolut asozial und absolut gemein. Es tut mir auch schon irgendwie leid, dass ich sowas mache. Aber jetzt davon abgesehen, dass es mir auch leid tut, so zu sein.
Wie weit muss ich denn noch? Okay, der Boden vom Wasser muss aus Sandstein bestehen, ansonsten kommt es mir gleich entgegen. Es gab auch positive Beispiele. Da meinte ich, auch wieder in Aram, so, ich habe Ohren bekommen, meinte, Leute, ich kann Ohren nicht spielen. Kann den zufällig jemand spielen? Meinte mein, also, drei Leute aus meinem Team meinten, ja, das wirst du schon hinkriegen, ist doch kein Problem und so. Und hab halt mit Ohren reingetrollt und so. Und wurde von unserem Fizz die ganze Zeit beleidigt und gehatet und geflamed und alles. Mein Team hat nicht mitgemacht, sondern drei Leute haben für mich gesprochen und meinten, ja, er meinte doch, dass er ihn nicht spielen kann und er ist ja auch voll verständlich, dass er ihn dann nicht spielen kann und waren so ganz gut zu mir und meinten auch, ja, hör nicht auf Fizz. Und Fizz hat auch im All-Chat geflamed und dann meinte ich auch im All-Chat, ja, ich habe gesagt, dass ich auch nicht spielen kann. Ah, ja, ich habe dran gedacht, dass mir der eine Zulauf, also dass mir die Wasserläufe da ins Gehege kommen können. Aber nicht daran, dass mir mein ewiger Brunnen hier ins Gehege kommt. Ja. Da haben die Gegner auch noch mitgemacht und mich verteidigt. Fizz war total abgefuckt. Der hatte dann echt keinen Bock mehr. Einfach so. Wir klettern wieder über das Wasser. Und damit wollen es nicht wehtun. Die ganze Zeit Panik hier, dass mir das alles einbricht. Ups. Also ich meine, es ist halt schon so ein bisschen bedrohlich und ja, ich will halt nicht, dass das Wasser von oben runterkommt. Das ist einfach nur nervig. Ey, in der Wüste so eine Scheiße zu bauen ist halt... Wie kommt man auf diese Idee? Seid ihr sowieso ziemlich bescheuert, was ich hier tue? Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt muss ich es durchziehen. Bescheuert deswegen, weil da oben ist die Pistons hin. Na gut, dann nutze ich das hier, weiß nicht, als Lagerhaus oder so. Brauche hier in der Wüste ja sowieso ein Lagerhaus, dann kann ich das hier gleich dafür nutzen. Weil ich bezweifle, dass ich das alles hier mit Erde oder irgendwas aufschütten werde. Ja, so.